Hallo und herzlich willkommen zurück zu Enter the Gungeon. Wir spielen heute als The Marine. Unser To-Do, was ich mir extra vom letzten Mal gemerkt habe, ist, mit denen zu sprechen. Elephant Gun, unlocked. Oh, und Credits. Hollow Points. Ich glaube, das sind die komischen kaputten. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch noch 15... Credit-Dingsies. Ich will immer Imperial Credits sagen, aber es ist ja ein Hegemony Credit oder so. Und wir fangen dann doch einfach mal an. Ja. Ja, von diesen hässlichen Büchern überall. Okay. Aber... sieht doch schon mal echt nicht schlecht aus. Mit besseren Waffen wäre das natürlich noch cooler hier. So. Aber man kann ja bekanntermaßen nicht alles haben. Es sei denn natürlich... zum Aufladen. Cool. Es sei denn natürlich, man kriegt einfach mal eine random Tool gedroppt. Lobulon. Nice. Es sei denn natürlich, man kriegt einfach nur random eine Tool gedroppt, dann geht das natürlich auch alles. Wow, das ist ja ein... Shit, das habe ich gar nicht gesehen. Das ist ja ein Mimic. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum ist denn da kein Schloss dran? Okay, aber wir haben sie. Unfinished Gun. Tja, das hat mich dann jetzt gerade mein Perfect Kill für den Floor gekostet. Und alles nur, weil ich nicht richtig aufgepasst habe. Naja, ich hab. Also diese Waffe findet jedenfalls meine volle Zustimmung. Finde ich irgendwie sehr cool. Davon. Ich müsste mal rausfinden, welche denn, also welche Viecher denn eigentlich die Hollow Points sind. Noch mehr? Ja. Und noch mehr. Granatenviech und ein Buch. Und ein AK-Fuzzi. Oh, da gibt es einen Shop. Dann checken wir nochmal, was der Shop anzubieten hat. Hegemony Carbine. Okay. Sieht schon mal ganz cool aus. Da oben ist nix. Liebe Geld. Danke. Ja. Die findet meine Zustimmung. Ist irgendwie cool. So, was ist hier? Oh, ein Herz. Nice, volles Leben. Das war easy. Hier alle. Und läuft das hier irgendwo zusammen, ja. Okay. Haha. Das hast du dir aber auch nur gedacht, dass du mich triffst. Aha. Okay. Special Room. Wir haben leider nur einen Schlüssel bis jetzt. Ansonsten wäre ich nicht abgeneigt. Abhängig davon natürlich, wie der Boss läuft auf dem Floor. Der dürfte in den Grund dran sein. Nee. Ah, ich denke.
Nee. Chest Room. Was ist das? Monster Blood. Twist to open. Ah. Ja, dann wohl eher das. War nicht das Knöpfchen, was ich wollte, aber bitteschön. Schauen wir mal ins Inventar. Elephant Gun, yeah. Gut, dann müssen wir jetzt darüber. Um zu der letzten Tür zu gelangen. Machen wir noch ein bisschen durch die Büsche. Und Boss. Boss. Den haben wir. Ah, die Gatling-Gall. Das Vieh weicht einfach aus. Ein bisschen mit unserem Hedgemon, den wir draufballern. Okay. Das hatte ich gerade ein bisschen vergeigt. Aber naja, wir kamen ja trotzdem ganz gut durch. Ein Treffer ist nicht schlecht. Gut Geld, Leben und eine neue Waffe. Ah, dieses Ding, ja. Die war ganz cool. Gut, dann einmal Shop. Shop till you drop. Ein bisschen kleiner Glitch mit den Vögeln gerade. So. Und auf den nächsten Floor. Auf geht's. Chamber 2. Da. There you go. Ja, jetzt will er noch den Perfect Kill vom First Floor Boss und dann alles. Die Waffe ist irgendwie cool. Aber auch irgendwie ein bisschen schwierig zu nutzen. Okay, dann steigen wir einfach wieder auf unseren Karlbein um. Missgetimed. Besser getimed. Jetzt erledigen wir noch den Typ wieder. Aha. Der da genau unten gelandet. Und hey, Schlüssel. Nice. Okay, was ist jetzt hier? Hier. Durchgang. Das heißt, also hier links ist dann vermutlich mal der Shop oder eine Truhe. Munition. Ja, lohnt sich hier am ehesten.
Ja, das ist der Shop. Was hast du anzubieten? Schlüssel, 3 Stück. Lol. Und die Mailbox. Okay. Gucken wir erstmal hier drüben. Hallo. Das hat ja halbwegs ganz gut funktioniert gerade. Deswegen kann ich da gerade nicht durch. Ich wollte mich schon wundern. Große rote Truhe. Armor Synthesizer. Play well, get armor. Okay. Heißt? Okay. Occasionally produces armor. Less effective if rattled. Dann schlussfolge ich, wenn wir nicht getroffen werden, kriegen wir Rüstung. Es ist ein Win-Win. Oder ein Lose-Lose, je nachdem. Wie rum ihr es sehen möchtet. Hallo. Prototyping sie hier. Okay. Raum abgeschlossen. Bis jetzt noch keine Armor, aber die Hoffnung ist noch da. Problem, dann der und der und der. Okay, Raum abgeschlossen. Da oben ist dann der andere Thronraum, wie es aussieht. Okay. Immer noch keine Armor. Der Lambert Rattle ist die Dodge Roll gemeint. Könnte man auch schlussfolgern. Werden wir aber auch gleich feststellen. Ich versuche einfach mal die nächsten Räume ohne Rolle zu benutzen oder zu lösen. Moment bitte, muss mal kurz alt tappen und nochmal meinen Gungeon aufmachen. Was gibt's hier? Jetzt. Nicht meine Schuld. Meine andere Waffe war leer. Wieder keine Rüstung. Nur, was ist das? E-Hive. Oh ja, dieses Ding. Das ist witzig. Finde ich zumindest. Okay, einmal runter. Roll, roll. Drei Schlüssel gekauft. Okay, Post-Time. Ach, der Typi. Okay. Dieses Ding wird doch eigentlich recht effektiv. Yeah, flawless. Bam, bam, bam. Was ist das? Hexagon. Okay. Und Second Round Chamber Master. Dieses Ding wirkt witzig. Da bin ich mal gespannt drauf. Oder? Hier sind wir jetzt fertig, ne? Ja. Okay, abwärts.
Abwärts. Floor 3. Oder Chamber 3, je nachdem, wie ihr es sehen wollt. Ich trinke schnell einen Schluck von meinem Eistee. Okay, guck mal nur nach links. Fängt schon mal gut an. Okay. Dieses Ding scheint einen Haufen Damage zu machen. Ja. Wirkt zumindest so. Dang it. Ah, und Munition. Wahrscheinlich für den Beehive am besten. Ich muss mal den Hegemon weiter. Der ist hinüber. Okay. Nicht weiter, was ist das? Ist das ein Schrein? Ah, das ist so ein Schrein. Und mit Ruhe mit Grenade Launcher. Okay. Das ging ja jetzt halbwegs. Wohnraum. Damn. Space Item. Wir sind schneller. Das ist nice. Das ist richtig nice. Das gefällt mir. Run. Dang it! Es lief so gut. Naja, trotzdem, wir leben noch. Hier sind wir fertig. Dann können wir jetzt noch da unten weggehen. Ich sollte mir außerdem die coole Hexagun aufheben. Probieren wir doch mal den. Entschuldigung für das Flugzeuggeräusch im Hintergrund. Hier wird gerade ein. Dang it! Hier wird gerade ein Luftangriff geflogen, wie es aussieht. Okay. Ja, nehmen wir mal ein bisschen mit den Insiderarm. Mal sterben. Danke. Versuchen wir doch mal noch ein bisschen den Karbein. Ja. Der ist da drüben. Tschüssikowski.
Schade. Das lief nicht wie gewünscht. Okay, Shop. Grappling Hook. Half Hard. Ammo. Das ging genau auf. Ich habe das übrigens nicht geplant, dass das so gut aufgeht. Was gibt's hier? Teleportieren. Hier oben gibt es dann nämlich vermutlich die nächste oder die letzte Truhe. Da war ich jetzt gerade ein bisschen an der Kante hängen geblieben. Entschuldigung. Ich sollte mehr reden, aber das war gerade etwas schwierig. So, schön alles zerstören. Ausgeschaltet. Ausgeschaltet. So, und hier links ist eine braune Truhe mit Little Bomber. Hey. Nicht so besonders mega interessant. Oh, da oben ist auch noch eine einzelne Tür, in der wir noch nicht drin waren. Sollten wir vielleicht mal hingehen. Hier ist gar kein Durchgang. Das ist irgendwie ein beschissenes Layout. Dann benutzen wir hier einfach noch ein bisschen den Beehive. Okay. Ey, das ist so sau angenehm mit dem erhöhten Speed hier. Geister, die an Bienenstern, das ist auch mal ein First. Okay, und das war alles. Na toll. Okay, dann fahren wir nach unten zum Shop wieder. Was geht? Einfach wieder ein bisschen die Ruby. Oder Rube Adin oder wie? Rube Adin Prototype. Ich nenne es Ruby. Der beschissene Cannonball, natürlich. Und da war ich garantiert nicht drinne gestanden. Das finde ich jetzt ziemlich ein Beschiss. Ach Mensch, da hatte ich doch diesen coolen Speedy Gonzales-Schuh. Naja, also dieses Synthetic Armor-Teil hat auf jeden Fall nicht besonders geholfen. Zumindest nicht gefühlt. Mag mir vielleicht ein Stück Armor gegeben haben oder zwei, aber die habe ich nicht wirklich mitbekommen. Aber okay. Dann hoffe ich, die Episode hat euch gefallen und hattet Spaß. Wenn dem denn so war, denkt dran, ihr könnt gerne unsere Videos liken und unseren Channel abonnieren. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns nächstes Mal wieder. In diesem Sinne, wie immer von der Barcade. Bye, Leute.